Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Ja, ich bin wieder hier auf Port Odessa. Ich habe ein paar Stündchen gewartet und habe noch mal ein bisschen was getestet und es scheint so, als wäre jetzt die Performance wieder auf einem akzeptablen Niveau. Deshalb würde ich sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit und ich wollte einfach noch mal so ein paar Missionen machen, weil ich brauche einfach wirklich Kohle. Ich brauche die Kohle. 415 habe ich. Wir müssen uns mal ein Schiff spawnen. So, ja, die Saber, die haben wir ja in den Sand gesetzt, mehr oder weniger. Dann würde ich sagen, was können wir denn nehmen? Ein Cutlass. Ah ja, die muss ich mir mal zurückclaimen. Warte mal, zack. 1:20 Stunden, ja, das geht schnell. Ihr könnt das auch beschleunigen, ne? Mit dem Pay Expanded Fee. Dann zahlt ihr halt irgendeine Summe, ich weiß es nicht wie viel, und dann geht das hier runter vom Countdown. Ist aber jetzt nicht so schlimm, die Cutlass Black brauche ich jetzt sowieso nicht unbedingt. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal die Hornet. Ich glaube, die ist auch... Die Hornet, diese... Ich frage mich, warum ich die Hornet habe. Ich glaube, das ist ein Fehler, weil ich habe nämlich... Ich habe diese Dragonfly, die habe ich mir gekauft. Und die war auf dem 263er Live-Server nicht da. Deswegen hatte ich als Ersatz die Hornet. So, jetzt ist aber die Dragonfly da und ich habe immer noch die Hornet. Also ich glaube, das ist ein Fehler. Naja, egal. Warte, welches war es hier? Port Olisan A04. Okay. Da gehen wir da einfach mal hin. Übrigens, falls der Sound, also der, also meine Stimme gerade anders klingt oder ein bisschen komisch klingt, ich hoffe eigentlich, dass sie besser klingt, weil ich habe nämlich was umgewurschtelt hier und ich muss es einfach mal jetzt in der Folge mal testen, ob das so besser noch ist oder ob es schlechter ist oder ob es genauso ist oder wie auch immer. Da nicht wundern. Aber normalerweise müsste es vernünftig klingen. So, ja, die gute alte Hornet mit einer schwebenden Waffe. Aha. It's magic, Freunde, it's magic. Kann ich da durchlaufen? Ja, guck mal. Hui. Ja, das ist interessant. So, na gut. Gehen wir hier rein. Das ist, wie gesagt, das ist die ganz normale F... hier, da haben wir es. F7C Hornet. Die ganz normale Standardvariante. Enter Pilot Seat. Und dann machen wir einfach noch ein paar Missionen. Der PTU, habe ich geguckt, der ist gerade down. Bin mir nicht sicher, warum. Weil eigentlich läuft die Testphase noch bis zum 1. Januar. Könnte aber auch an mir liegen, vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. So, also, Mission. Eieiei, da haben wir ja vieles hier. Ja, Kampfmission wirklich nur ungern. Was haben wir hier? Ein ACN Relay in your sector has received an emergency signal, bla 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 bla. Any available ships, assistance. Okay, also da braucht jemand unsere Hilfe. Das klingt doch nicht schlecht. Klingt jetzt jedenfalls nicht direkt nach einem fetten Kampf. Wie lange läuft die Mission? Scheint unbegrenzt zu sein. Okay. Ja gut, dann fliegt man einfach mal hin. Das wäre dann... Wo ist denn das? Ich sehe es hier direkt gar nicht. Dann ist es wohl noch weiter weg. Ah ja, da hinten. Distress Beacon. Okay. Set Destination. So. Light ready. Oh Gott. Okay. Ja, ich hoffe, dass die Performance jetzt mitmacht hier, dass wir mal ordentlich spielen können. So, Sekunde, noch Radio anmachen gleich. Moment, da. So. Oh. Landing Gear raised. Port Proximity Alert. So, ich weiß nicht, was da oben immer steht. Ne? Da oben links am Bildschirm ans, also undingens. Das ist ein bisschen komisch. Das dürfte da eigentlich nicht stehen, aber es ist dann auch dann relativ schnell wieder weg immer. Naja, ich würde sagen, 3, 2, 1, meins. Keine Hornisse hier. Oh, da ruckelt noch ganz schön der Quantum Drive. Hoffentlich fliegt man da nicht wieder raus. Ah, fliegen wieder raus. Das ist wirklich komisch. Das lief doch auf dem PTU schon besser. Das wundert mich gerade, dass das nicht hier... Oder mache ich irgendwas falsch? Ist es neu? Da sind doch Haufen Leute. Das ist wirklich seltsam, ne? Muss ich B gedrückt halten die ganze Zeit? Nee, normalerweise nicht. Er hat da irgendeinen Fehler und schmeißt sich selber wieder raus. Na,
schon wieder. Das war doof. Muss auch ganz schön oft springen hier. Das ist echt blöd. Aber ich frage mich halt wirklich, warum. Frage ich mich echt, warum. Das ruckelt auch wieder hier so krass. Tja. Jetzt hat er sich wieder. Ja, naja, wir springen mal weiter. Das wird eine ganze. Ich glaube, das können wir vergessen, oder? Oh. Jetzt ist er normal drin. Guck mal, jetzt geht's. Ah. Okay, das ist interessant. Also jetzt scheint es hier normal zu funktionieren. Ja, irgendwie hat er einen Fehler im Quantum Drive. Irgendwas ist da falsch. Es kann natürlich auch sein, aber das dürfte noch gar nicht implementiert sein. Also es soll wohl alles bitte immer mit Vorsicht genießen. Es soll wohl verschiedene Techniken geben, um jemanden aus dem Quantum Drive rauszuschmeißen. Dass man halt nicht flüchten kann. Aber normalerweise ist das noch nicht im Spiel drin. Da, Protect. Okay, sollen wir protecten? Und da ist ein Gegner. Ein Gegner. Oh, jetzt ruckelt's wieder. Ach du Schande. Ich glaube aber nicht, dass der böse ist, oder? Kann auch nicht anvisieren. Z? Nee, was war's? T? Nee, Tab war's. Tab habe ich hier. Auf dem Live-Server ist Tab. Okay, der ist tot. Ja genau, wir haben da nämlich einen Verbündeten. Das ist ganz gut. Das sind diese Missionen, die man, so einen hat man glaube ich schon mal gemacht, ja, wo man mit anderen zusammen quasi ein Schiff verteidigen muss oder einen Satelliten verteidigen muss oder sowas. Nur vom Gas runter. Mal ganz kurz husten dabei, Moment. So. Worauf schießt denn der? Ist da irgendwas? Da kann ich mal ganz kurz was nachgucken. Nämlich E-Bindings, Advanced, Flight. Wahrscheinlich wird es dann wohl sein. Movement. Space Break, Match Target Velocity. Das war immer auf M. Oh, it's not good enough. Systems are still down. Was? Schießt denn da drauf? Also ich schieße ja nicht. Schießt der Verbündete gerade auf das Schiff drauf? Was ist denn los? Ich kann es auch nicht richtig sehen, weil es einfach so krass wieder ruckelt. Mann ey. Oh, das ist auf jeden Fall eine Starfarer. Die würde ich mir gerne mal mit euch noch ein bisschen näher angucken. Oder schießt die? Guck mal, ich glaube die schießt auf irgendwas. Oder? Die trudelt hier so komisch durch die Gegend. Der kriegt auf jeden Fall Damage. Da ist gerade was hochgegangen. Da ist irgendwer, ne? Drake, Buccaneer Pirate. Warte mal. Oh, Maus, komm. Scheiße. Ja. So. Da ist auf jeden Fall der Gegner. Die Hornet ist recht gut zum Kämpfen, muss man klar sagen. Hier, Raketenjunge. Viel Spaß damit. Oh, gleich drei. Ja, geh hoch. Ja, bam. Da war er tot. So, haben wir noch jemanden? Nö. Wer schießt denn da die ganze Zeit? Just one more second. Just one more second. Ich hab nämlich gerade gekifft. Deswegen trudel ich auch so mit der Starfarer durch das Weltall. Das ist unfassbar. Was macht er da? Also, ne, das ist kein Spieler, ne? Das ist ein NPC. Er sitzt in seiner Starfarer, trudelt durch die Gegend und schießt. In alle Richtungen. Warum? Ich musste mal herausfinden gleich. Er ist I Aurora. Ah ja, da haben wir nochmal einen Gegner. Okay, warte mal. Da ist er doch. Aua. Wer schießt denn hier? Schweinerei. Mit Tab geht's irgendwie nicht. Ich
muss mir dann nochmal wirklich, also wir fliegen dann gleich mal eine Runde so ein bisschen sinnlos durchs Weltall und ich muss mir nochmal die Tastaturbelegung angucken, das geht so gar nicht. Hier ist einer, da. Die Raketenjunge. Ja, ja, und bam. Tschüss. Ah, mach ihn fertig. Da schießt noch ein bisschen drauf. Ah, die waren voll daneben, glaube ich. Aber wir haben noch ein paar, glaube ich. Oh, hier, nochmal. Zack. Ich frage mich, ob man auch Raketen abschießen kann mit seinem Laser. Müsste ja eigentlich auch gehen, wenn man sich denn trifft. Ah, komm. Oh. Eine andere Waffe haben wir nicht, ne? Wir haben nur die linke Maustaste. Na, schieß doch. Schieß. Trotz hier voll die Raketen raus, aber irgendwie machen die nichts. Hm. Aber ich treffe ihn zumindest besser als letztes Mal. Das ist schon deutlich besser nochmal als in der vorherigen Folge. Oh, obwohl. Ja. Man muss halt schon ein bisschen kreativ sein. Na, man muss halt ein bisschen kreativ sein. Man muss sich auch mal schön reden. So. So, na komm. Ich weiß, ich fliege nicht, aber ich traue mich halt einfach nicht, ne? Normalerweise würde ich jetzt fliegen und ein bisschen rumdüsen, aber die Performance ist halt echt zu schlecht dafür, leider. Deswegen bleibe ich einfach nur stehen und schieß drauf. In der Hoffnung, dass ich stärker bin als die Aurora, was ich sein müsste. Aber das ist eine Hornet. Die ist dafür eigentlich sehr, sehr gut geeignet. Ein leichter Fighter. So. Und noch Raketen? Nee. Ja. Ja, ja, guck mal. Ich treffe ihn auf jeden Fall ganz gut. Seine Schilde sind schon ganz gut down. Ihr seht es rechts. Er hat schon irgendwie eine Seite da, verloren. Also er frisst gut. Er ist gleich kaputt. Gleich ist er weg. Ah, na komm. Ja, 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 ja. Ah, ich hasse das, wenn die so rumtrudeln, wie als wären sie besoffen. Furchtbar. Kein Mensch fliegt so. Na egal, so. Ah, genau. Schön gerade auf mich zu. So mag ich das. Die Knarren, die ich drauf habe, sind noch recht schwach. Aber er ist schon rot an der linken Seite und die rechte fehlt mir komplett. Theoretisch muss ich ihn nur auf den, quasi im Cockpit ordentlich treffen. Dann ist er down. Na, dann überlebt das Schiff zwar, aber der Pilot ist weg. Sollte jedenfalls auch bei den NPCs so sein. Ne? Da sitzt halt ein NPC-Pilot in dem Schiff drin, normalerweise. Und wenn du den halt killst, dann ja, kannst du das Schiff auch kapern. Wenn du es nicht vorher schon zu Brei geschossen hast. Die Soundgeräusche sind auch zu laut, oder? Ich guck gerade mal so ein bisschen im OBS nebenbei auf die Ausschläge. Na, den treffe ich nicht. Jetzt. Ja, komm. Friss meine geilen Laser. Du Sau, du. Ach, guck mal, ich krieg seine Schilde auch nicht down. Er hat immer noch Schilde an. Erstaunlich. Juckt mir alles irgendwie nicht. Hm. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das mit den Schilden funktioniert. Es gibt Schiffe, die haben Ionenkanonen. Da kann man, glaube ich, durch die Schilde durchschießen und den Gegner lahmlegen. Das ist wirklich ziemlich geil. So ein Schiff habe ich leider nicht. Ich habe halt nur brachiale Gewalt. Ah, guck mal, jetzt sind die Schilde weg. Jetzt sind sie weg. Jetzt frisst er quasi Hüllenschaden. Einfach immer draufhalten. Immer drauf. Immer drauf auf die Mutti. So. Na los. Na? Triff doch. Ja, stirb. Du kleine Kack-Aurora. Das ist eine Aurora. Was hält die aus, bitte? Bin ich zu schlecht? Aber die Schilde laden sich auf, während ich draufballere. Was ist das? Oh. Das gibt's doch nicht. Ja, ja, Substance Overheating. Der Junge müsste mal sterben hier. So. Also Futzelklein. Die kleinen Futzelschiffe.
Ja. Ich glaube. Na, was glaube ich wohl? Ah ja, Star Citizen funktioniert nicht mehr. Bitte warten, während bla bla bla. Mhm, Programm schließen. Warte mal, ich habe gar keine Maus. Sekunde. So, schwarzer Bildschirm. Wie lange haben wir denn jetzt geschafft? Eine Viertelstunde. Naja, immerhin. Das ist doch schon mal was. So, kleiner Cut wieder an der Stelle. Ja, man muss es halt versuchen. Es ist halt eine Alpha, Freunde. Es ist eine Alpha. Es ist kein fertiges Spiel. Tut mir leid. Ja, also, kurzer Cut und dann sind wir gleich wieder im Spiel. Bis gleich. Was war das für ein Albtraum? Habe ich geträumt? Ich habe geträumt, ich habe PvP gemacht. Auf einem leckenden Alpha-Server. Und dann ist das Spiel abgeschmiert. Aber jetzt wache ich auf in meinem Bett. Tja. So schnell kann es gehen. Da sind wir wieder auf dem Server. Ich will noch mal ein bisschen jetzt mit euch die Tastenbelegung durchgehen. Noch mal ein bisschen irgendwo hinfliegen. Einfach mal so, um der Folge noch ein bisschen was Sinnvolles vielleicht zu verleihen. Wie gesagt, es ist ein Alpha-Server. Muss man mit leben. Ich mache Uncut Let's Play. Und wenn der Server halt abschmiert, dann cut ich halt zwischendurch mal. Das ist halt einfach so. Ne? Ist halt so. Kann man nichts dran ändern. Und wir können auch nochmal über ein paar Themen reden, die ich oft gefragt werde. Machen wir gleich. So, warte. Erstmal ein Schiff spawnen. Ist denn die Katniss Black jetzt da? Ja. Das ist der Trick 17. Einfach ein Schiff, wenn ihr es habt, ne? Das Schiff einfach, wenn es quasi hier geclaimt werden muss, claimen, auslocken und dann wieder einloggen, dann ist es sofort da. So, nehmen wir mal die Katniss Black. Your ship has been delivered to the following landing pad. Sehr, sehr schön. Da hinten. Okay. Nochmal ein kleiner Hinweis vielleicht. Ihr dürft gerne mir auf Facebook schreiben. Das mag ich sehr. Aber ihr dürft natürlich auch genauso auch eure Fragen einfach in die Kommentare schreiben. Dann ist es vielleicht sogar besser so, weil dann sehe nicht nur ich eure Frage, sondern auch alle anderen, die vielleicht eventuell dieselbe Frage haben. Also schämt euch nicht für irgendwelche Fragen. Es gibt keine dummen Fragen, vor allem nicht bei Star Citizen. Fragt einfach in den Kommentaren. Von mir aus, wie gesagt, auch gerne bei Facebook. Da kriege ich recht viel teilweise. Aber ja. Braucht euch nicht schämen, ne? Für irgendwelche Kommentare. Ist kein Problem. So. Also, gehen wir erstmal hier rein. Und dann sage ich gleich nochmal was dazu, was ich genau meine. Taschenlampe. So. Es wäre ganz nett, wenn die Entwickler nochmal vielleicht den Schiffen eigenes Licht geben. Also wenn ich jetzt ein Schiff bauen würde, wenn ich ein Entwickler, also im echten Leben, ne, wenn ich jetzt Raumschiffe bauen würde, das wäre mir echt zu finster. Weiß ich nicht, oder? Diese kleinen Dinger hier oben, diese gelben, die kann man ruhig ein bisschen aufdrehen nochmal. So wie hier. Naja. Egal. Das kommt bestimmt noch, das ist bestimmt noch ein kleiner Shader-Bug oder Licht-Bug, wie auch immer. Okay. Machen wir einfach mal hier Flight Ready. Meiner geliebten Cutlass Black, die ja nun auch auf dem Live-Server endlich ihr neues Design hat. Das ist ja wirklich ganz ausgezeichnet. So, ich fliege einfach mal hier ein bisschen durch die Gegend. Einfach mal so Richtung, genau, der Sonne entgegen quasi. So. Also, ein bisschen Speed geben vielleicht. Ein bisschen weg von Olisa. So. Und dann schauen wir mal kurz in die Tastaturbelegung rein. Ich muss nochmal was hier durchchecken. Das geht so nicht. So, kann man gar nicht richtig spielen. Also, Movement. Genau, das habe ich glaube ich umgelegt, ne? M. Match Target Velocity. Dieser Button hier, den ihr hier belegt. Wenn ihr irgendwas im Target habt, drückt ihr einfach auf M. Oder egal, ne? Also welchen Button ihr euch da auch immer festlegt. Und dann matcht ihr immer die Geschwindigkeit. Das ist quasi dann ein Dauerzustand. Müsst also nicht dauernd draufdrücken, sondern nur einmal. Und wenn derjenige, den ihr da im Target habt, sich verlangsamt, verlangsamt ihr auch um das gleiche Maß. So. Aber viel, viel interessanter wäre nochmal die Frage, wie kann ich denn eigentlich einen Verbündeten ins Target nehmen? Wo ist das hier? Autoland, das ist alles klar. Landing System, mhm. Flight Targeting, ah ja. So, ich hatte nämlich hier irgendwas mit der Tab-Taste. Genau, Target Nearest Hostile. Das habe ich mir von WoW tatsächlich rübergezogen. Das bedeutet, ihr nehmt euch das nächstgelegene
Target quasi ins Target. Ne? Und das ist bei WoW ja die Tab-Taste, habe ich jetzt hier auch gemacht. Das ist einfach pure Gewohnheit. Das gibt's aber auch eigentlich mit Hostile. Also Hostile ist ja feindlich, ne? Da gibt's aber noch eigentlich, genau, Cycle Friendly Targets. Ich würde gerne noch Target Nearest Friendly. Gibt's das hier? Cycle Pin Target, Pin Focus Target, Cycle Friendly Target. Also mit U. Ja, U ist so eine Taste, ne? Die muss ich eigentlich nicht unbedingt. Gibt's das hier nicht? Ja, Cycle All Targets, da ist halt dann gemischt. Da würde ich euch nicht empfehlen. Da ist gemischt, ne? Also verbündet und feindlich. Das ist halt Quark. Warte mal kurz. Husten. So. Ich würde sagen, wir nehmen hier Cycle Friendly Targets und das lege ich mir mal über der Tab-Taste. Weil U. So ein Button. Achso, da geht das Ding hier auf. Geht gar nicht. Ja. Naja, dann lasse ich es mal einfach jetzt auf U. Wobei, hier ist schon Y belegt, ne? Dann nehmen wir Y, weil Y brauche ich auch nie. Achso. Decouple Space Registered Person View Toggle. Review. Das ist doch nicht auf Y. Achso, das ist ja englische Tastatur. Ja, egal. So. Und jetzt kann ich damit quasi verbündete Targets durchcyclen, der Reihe nach, bis ich das habe, was ich haben will. Wenn nur eins da ist, wird auch nur das eine eben, ja, anvisiert. So, ich hoffe, dass das so besser funktioniert. Ich kann es jetzt halt nicht testen, weil die Server halt das nicht hergeben, dass man da wirklich mal ein bisschen kämpft. Wie gesagt, ich hatte gehofft, es läuft besser, aber naja, muss noch ein bisschen Geduld haben. Ich denke auch nicht, dass über die Weihnachts-Silvester-Geschichten jetzt da viel gearbeitet wird aktuell. Im Januar wird es dann sicherlich ein bisschen besser werden. Dann kommen wir nochmal zu ein paar Sachen, die ich gefragt werde. Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Mist. Egal. Was ich gefragt werde ist, welches Schiff ist besser? Die Aurora oder die, die Mustang Alpha? Ne, weil da gibt es ja jeweils das Starter Package. Es gibt noch eins mit der Reliant. Das ist aber recht teuer. Also, im Prinzip ist es fast egal. Aber, die Mustang ist 5 Dollar mehr wert als die Aurora. Das Package aber kostet genau gleich viel. Insofern macht es vielleicht Sinn, aus finanziellen Gründen das Alpha, also das Package mit der Mustang Alpha sich zu kaufen. Die kostet nämlich 30 Dollar, die Aurora nur 25. Und dann könnt ihr normalerweise diese Mustang in eine Aurora umtauschen. Wenn ihr die Aurora haben wollt, habt noch 5 Euro Guthaben quasi. Bin mir nicht sicher, wie das funktioniert. Ich habe es selber nicht gemacht, aber das müsste halt auf jeden Fall gehen. Auf jeden Fall ist auch egal warum, aber das Schiff ist 5 Dollar mehr wert. Ne? Insofern würde ich das Package bevorzugen. Das Problem ist halt bei der Mustang, sie hat kein Bett. Zumindest aktuell nicht. Sie wird redesigned. Vielleicht kriegt sie nochmal ein Bett. Normalerweise müsste sie eins haben. Ich finde generell, alle Starterschiffe sollten ein Bett haben. Ich weiß auch, dass mittlerweile diese Auslog-Funktion auch drin ist im Spiel. Achso, warte mal, das wollte ich noch umstellen. Warte mal, das muss ich unbedingt Keybindings. Ich habe nämlich aus irgendeinem Grund den Decouple-Modus und die Chefs, also die Anti-Raketen-Dinger, auf derselben Taste. Warte mal, wo war denn das hier? Defense. Launch Countermeasure. Das lege ich mir mal auf. Warte mal. Z-Double-Tap. Genau, das finde ich ganz gut. Ich würde sagen, mach mal hier einfach, damit kann man die quasi wechseln. Z-Double-Tap. Press to select. Wieso kann ich denn jetzt nicht Double Tap machen? Warte mal, wie war denn das? Nee, will ich nicht. Hä? Warte mal, Moment. Ach so, ist ja Y. So, jetzt, genau. Double Tap. Also mit Doppelt V schalte ich die quasi um. Und dann kann ich hier sagen, einmal V. Was? V.
Cycle, ja. So, das heißt, ich muss das mal kurz testen, ob das funktioniert. Also, wir können es mit Doppel-V. Achso. Na, dann wechselt er die direkt. Na, nee, das geht auch nicht. Mist. Warte mal, wie mache ich denn das? Das ist wirklich ein bisschen schwierig mit diesen Keybindings. Tja, wie mache ich denn das? Double Tap. Double Tap ist halt auch eigentlich. Achso, das war Y. Warte, so. Cyclen. Ja gut, wir könnten es natürlich daneben legen auf B. Was ist denn auf B? Ah, naja, da ist der Quantum Drive. Ne, ist auch blöd. Bei der Quantum Drive kann man sich noch umbelegen. Was ist denn auf C? Decouple Mode, Holster Weapon. Ah, ist auch doof. Decouplen. Gut, wir können es natürlich decouplen einfach. Warte mal, das können wir machen. Wir können es jetzt einfach auf umbelegen. Moment. Machen wir das mal auf C. Ja. So, und dann müssen wir jetzt sagen: Movement decouple. Wo ist decouple? Doch auf C. Mach ich ihn einfach auf X. Respawn Boost. Ja, brauchen wir eh nicht unbedingt, ne? So, zack. Genau, und hier geht eh nicht im Raumschiff, insofern ist es egal. Das kann ich also mit X mich kappeln und die kappeln. Mit C kann ich jetzt die Dinger wechseln. Shift. Und Flare, genau. Und mit V kann ich jetzt die Dinger einfach quasi abschießen. Das sind diese Anti-Raketen-Dinger, haben wir schon ein paar Mal gesehen, ne? Hat man nicht unbegrenzt viele, logischerweise. Das sind die Chefs, glaube ich. Machen wir mal die anderen. Ah ja, die kommen hinten raus. Feuerwerk, hey Silvester! Ja, aber noch ist es nicht so weit. So, okay. Jetzt haben wir uns decoupled. Jetzt wollte ich eigentlich mich hier aussteigen. Exit. Weil man kann sich ausloggen. Vielleicht sollte ich dabei währenddessen vielleicht nicht unbedingt fliegen, ne? Ich steige nochmal ein. Ich habe das noch nicht getestet, tatsächlich. Wollte ich mal mit euch gerne live machen. Und mich live enttäuschen lassen. Also, ne, wie das uns gemeinsam jetzt enttäuschen. Glaube ich. Ich weiß nicht. Vielleicht geht's auch. Was wollte ich machen? Achso, ich wollte ja hier decoupeln, wieder, das war jetzt X, ne? Genau, so. Runter vom Gas. So. Also, zum eigentlichen Thema zurück, Thema Bett. Also wirklich, meine ganz klare Empfehlung ist, wenn ihr euch ein Starterschiff holt, nehmt eins mit Bett. Vielleicht bekommt die, vielleicht weiß es einer von euch, schreibt es bitte mal in die Kommentare. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ob die Mustang Alpha in der redesignten Version ein Bett hat. Kann ich euch nicht sagen. Ihr braucht ein Bett. Das ist wirklich wichtig, weil nehmen wir mal an, ihr seid irgendwie unterwegs und eure Mutter ruft euch zum Essen oder eure Freundin oder irgendjemand anders oder irgendwas ist halt. So, dann habt ihr jetzt vielleicht eine halbe Stunde Weg hinter euch, müsst euch jetzt aber ausloggen aus dem Spiel. Ihr könnt euch natürlich überall ausloggen. Das Problem ist, wenn ihr dann, nachdem ihr essen wart oder was auch immer ihr gemacht habt, wieder ins Spiel reinkommt, dann spawnt ihr an irgendeiner Raumstation, die möglicherweise in der Nähe ist. So genau weiß ich das gar nicht, an welcher. So. Und dann habt ihr möglicherweise den ganzen Weg umsonst zurückgelegt. Aber, wenn ihr ein Bett habt, habt ihr das Problem nicht. Dann könnt ihr nämlich einfach sagen, okay, ich komme gleich essen. Dann geht ihr aus eurem Pilotensitz, so wie ich hier gerade. Legt euch in euer Bett. So. Und dann macht ihr folgendes. Logout. Zack, und dann passiert das. Oh, es geht sogar. Ja, ich dachte gerade, er schmiert ab. Nein, er hat sich jetzt quasi verdunkelt, habt ihr gesehen? Und normalerweise müssten wir jetzt im Menü landen. Und wenn wir uns dann wieder einloggen, müssten wir wieder im Schiff spawnen. Bin ich gespannt, ob das geht. Das testen wir einfach mal. Ein bisschen Geduld. Kann ich mal einen Schluck Kaffee trinken dabei, oder? Ah, schöner heißer Kaffee. So. Ja. Ah ja, ich höre was. Ja, wir sind im Menü. So muss es sein, genau so.
Und jetzt logge ich mich wieder ein. Vielleicht hätte ich hier oben... ich weiß nicht, ob das mit dem Server... Na egal, wir machen mal. Visit Location. Ich glaube, normalerweise müsste dann dort die Auswahl kommen, ob man im Schiff spawnen will oder ob man auf einer Station spawnen will. Ja, ich weiß nicht, ob das Feature überhaupt funktioniert mit dem Respawn. Noch ein kleiner anderer Hinweis, während wir hier warten. Es gibt auch Medical Ships. Zum Beispiel die Cutlass Red. Und die hat eine Medi-Station an Bord. Gibt es noch andere Schiffe, die das haben? Die hat auch einen großen Vorteil. Nämlich den, das ist so wie bei Space Engineers, falls das jemand kennt. Wenn eine Medi-Station in der Nähe ist, könnt ihr dort spawnen. Und dann spawnt ihr eben nicht irgendwie auf einer Raumstation. Ich glaube, ich liege wieder in Port Odessa, oder? Ja, schade. Ja, das ist schade. Also ihr seht, ausloggen geht, aber einloggen geht noch nicht auf dem Schiff. Schade. Aber das kommt auch noch. Und eben, dann spart ihr euch diesen ganzen Weg, den ihr schon zurückgelegt habt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Oder zumindest sehr, sehr angenehm, sagen wir es mal so. Und auf jeden Fall, wenn ihr halt im Spiel sterbt, dann spawnt ihr dann natürlich auf einer Medi-Station. So, und wenn ihr jetzt in eurer Flotte oder so, habt ihr vielleicht eine Cutlass Red in der Nähe, dann könnt ihr direkt dort spawnen. Wie das dann funktioniert mit ein neues Schiff holen und so, weiß ich nicht. Das kann ich euch leider nicht sagen, aber zumindest seid ihr dann wieder im Geschehen. Wenn ihr keine Medi-Station habt, dann werdet ihr sicherlich auf einer Medi-Station in der Nähe spawnen. Also irgendeine Raumstation oder keine Ahnung, wie es dann ist. Aktuell spawnt man ja oben im Bett, das wird sich noch ändern bestimmt. Und ja... dann seid ihr möglicherweise recht weit wieder entfernt. Also das soll man immer berücksichtigen, denn auch wenn es immer noch schwer vorstellbar ist für viele Leute, dieses Spiel ist riesengroß. Und es macht natürlich schon Sinn, so seine Hotspots sich dann irgendwie zu sichern. Mit Hilfe von einem Schiff, wo man sich ausloggt, oder einer Medi-Station in der Nähe. Gilt übrigens gerade, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich will später mal minern. Wenn ihr minert, dann macht es natürlich Sinn, sich irgendwie in der Nähe eine Position zu sichern, in der Nähe eures Lieblings-Mining-Felds, wo ihr halt, ja, respawnen könnt oder euch ausloggen könnt, ne? Weil sonst müsst ihr da jedes Mal wieder hindüsen mit eurem Mining-Schiff. So, na gut, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein mit der Folge. Ich hoffe, dass der Server die nächsten Tage noch ein bisschen besser wird. Und... schauen wir einfach mal, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht läuft auch dann der PTU weiter. Ich habe mir nämlich überlegt, ich werde, wenn der PTU dann wieder weitergeht, vorrangig dort spielen, einfach weil wir dort mehr Schiffe haben und immer die neuesten Inhalte haben. Ja? Wir werden trotzdem immer wieder auf den Live-Server mal zurückgehen, um zu gucken, aber ich persönlich finde den PTU weiterhin interessanter, wegen der großen Menge an Schiffen, die man dort zur Verfügung hat und ein bisschen switchen kann immer mal. So, okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! But 65 degrees, last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there were rain.